Das ist, was sollen wir nehmen? Nehmen wir zum Beispiel MS, Multiple Sklerose. Mhm. Es sind auch viele Leute, die ganze Autoimmunerkrankung sozusagen, Hauptautoimmunerkrankung ist MS, danach kommt gleich Hashimoto, erstmal MS, Körper greift Myelinscheiden an, Körper zerstört seine eigenen Nervenbahnen, finde ich aber richtig verrückt. Die Evolution bringt Kreaturen auf die Welt, die sich selber zerstören, dann gibt es keine Evolution mehr, das ist eine Retrovolution oder was. So wie ich sage, erstmal, du siehst bei jeder Krankheit, auch bei MS, in dem Moment, wo ich jetzt heutzutage, stelle ich die Pflanze runter, kann man besser erklären, wenn ich jetzt heutzutage nachschaue auf diesen Kontinent, wo Krankheiten sind, wo Mangelzustände des Körpers sind, in Afrika gibt es viele Sachen überhaupt nicht. In Afrika gibt es kein MS, die Leute kennen kein MS, da wird kein Körper angegriffen. In Afrika, also es ist eine Zivilisationskrankheit. Ja, genau, durch die Verschiebung durch die Sonne. Wieder Sonne, Vitamine, so ich sage, bei jeder Krankheit, wo ich sagte, oder Mangelzustand, wo ich therapieren würde, als erster Wert bei mir Vitamin D3, aber bei jedem. Bei Krebs in höherem Maße, bei der anderen reicht 50. Und deswegen Vitamin D3 als Zusatzstoff, als Vitamin, weil man eben nicht ohne weiteres in die Karibik umziehen kann, genau, und sagen klar. kann, und jetzt habe ich 12 Stunden Sonne am Tag. Genau, und so wie bei MS, der Körper greift die Myelinscheiden an, der Körper greift die Schilddrüse an. Sowas ist das verrückt, wir sind doch keine Zombies sozusagen. Und darum habe ich immer so ein Thema, erkläre ich als Automechaniker, was MS eigentlich ist. Das ist zum Beispiel, unser Körper ist ein Förderband, wir produzieren Zellen und zwar massenweise, Millionen, Milliarden Zellen entstehen. Das sind die Zellen, meine Zelle besteht aus drei Teilen, das sind die Zellen da, so, Zellteile, okay. Und jetzt scheint von oben die Sonne, der Scheinwerfer, die Sonne scheint drauf, unser Förderband startet, es geht los, die Zelle wird zusammengebaut, das kommt da drauf, das kommt da drauf, so, es entsteht eine ganz tolle Zelle. Am Ende von jedem Förderband steht ein Kontrolleur, der sozusagen sagt, ist dieses Produkt in Ordnung, geht es zum Verbraucher? Wenn nicht, wird sofort zerschreddert, zerstört. Genau das macht unser Körper. Unser Kontrolleur ist das Immunsystem. Es muss immer entscheiden, ob der Körper, die neu entstandenen Zellen, ob sie gut sind für den Körper oder nicht. In dem Moment, wo das Immunsystem sowas sieht, auch ganz tolle Zelle, viel Sonne, die darf beim Robert leben. Dadurch kann diese Zelle bei mir leben. Haben wir aber Sonnenmangel, da kommt am Ende vom Förderband, durch schwaches Licht, was wir in Europa haben, kommt so ein Saustall daher. Weißt du, was der Körper mit sowas macht? Tut es komplett zerstören. Der zerstört das, dadurch wird der Körper angegriffen. Jetzt die Lösung der Medizin. Die Medizin fabrikmäßig erklärt. Die Medizin sagt, okay, es kommen falsche Produkte, haut den Kontrolleur weg. Ich drehe mich um und da kommt lauter Schrott. Ist das die Lösung, der förderbare Schrott? Erstmal sind die Leute unzufrieden, es häuft die Produkte. Meine Lösung, und außerdem, wenn ich den Kontrolleur wegtue, das Immunsystem ausschalte, im medizinischen Bereich, sterbe ich an einer stinknormalen Lungenentzündung oder Kälte. Ich habe keine Abwehr mehr. Meine Lösung für Robotrans, lass den Kontrolleur da, verbessert die Qualität der Produkte. Wie wird es verbessert? Nur durch Sonne. Automatisch durch Sonne entstehen tolle Produkte und der Kontrolleur sagt, toll, anwandfrei. Mag ich gerne, ihr könnt in mir leben, ihr könnt zu den Leuten ausliefern. Das ist so einfach. Sehr schön anschauliches Beispiel. Genau. Darum so bildliche Dinge, die Pflanze, Das versteht sogar ein Kind, ein zweijähriges Kind. Normal gehören solche Geschichten, die Kinder erzählt, was die Märchen macht und so. Richtig, vielleicht schreibe ich auch ein paar so Kinderbücher, dass die Kinder von klein aus, da hat die Pharma keinen Einfluss mehr auf ihnen. Was würde ich bei MS noch machen, wenn die Myelinscheiden zerstört werden, jedenfalls. Was für Scheiben sind das? Myelinscheiden. Das ist der Nerv und draußen ist eine Ummantelung, das ist eine Scheide, Myelinscheiden. Und wenn die werden zerfressen, dadurch geht das Signal vom Nerv, ich will meine Hand bewegen, aber das Signal geht raus und ich kann nicht mehr bewegen. Die Leute krampfen, haben Missempfindungen. Mhm. Erstmal würde ich, so wie ich sage, die ganzen MS-Patienten haben oxidativen Stress im Blut. Die Leute, das Blut kocht sozusagen, die krampfen. Und wieder kommt OPC. OPC ist ein Antioxidant, verhindert Oxidation. Dadurch 4 bis 6 Kapseln OPC in Amerika wird therapiert. Die Leute können auch lesen, MS. Grapeseed-Extrakt, Kapseln, mache ich mit OPC, habe ich gute Ergebnisse. Drittens würde ich, dass die Leute, weil sie schwache Beine haben, schwache Muskeln, mal ein Carnitin gegeben, dass die Leute mal schön auf den Beinchen stehen. Und die meisten Leute durch die Gelenke können sich nicht viel bewegen, entstehen Entzündungen. Durch ein MSM, durch körpereigene Schwefel, ich weiß, 2x3 Kapsel oder 2x1/2 Teelöffel, mache ich, dass die Gelenke entzündet sind. Außerdem eine große Rolle spielt bei MS auch die Homöopathie. Symptome beim MS bis bei den meisten Leuten sind etwa Taubheitsgefühle, nämlich ein Kaustikum. Zweitens haben die Doppelbilder, das sind Doppelbilder, nämlich Gelsenium, alles in Potenz D12. Ich habe Sehschwäche, ich sehe schlecht, Phosphorus und da kommt es noch zwei Symptome. Die Leute haben schwache Beine, dann nehme ich ein Zinkum Metallicum D12 und Leute, die schwere Beine haben, Blei. Wenn ich mit Blei vergiften, habe ich schwere Beine, homöopathisch pole ich es um. So wie gesagt, du siehst, bei jedem Mangelzustand des Körpers, so wie MS, würde Robert Franz die Sachen nehmen.
Und ich habe Leuten weitergesagt, ich habe MS-Patienten, es wirkt das Zeug, die kommen, Robert, ich kann jetzt wieder gehen und ich kann mich jetzt wieder bewegen. Toll, danke für den Ratschlag. Das heißt, du wirst fragen, wo kann ich gutes Bier kaufen, hier um die Ecke. Damit wir uns ganz klar sind, das sind deine persönlichen Ansichten. Meine persönliche, was ich machen und würde, genau. Sagst du und mir, weil ich dich ja frage, ich als Wohlfühl von Rohr, frage dich, du sagst mir, bitte nicht missverstehen, das ist keine Diagnose, es ist keine Handlungsanleitung, keine Therapie für Sie zu Hause. Trauen Sie nicht unbedingt sogenannten Experten, trauen Sie Ihrer eigenen inneren Führung. Das war zum Thema Krebs.